Welche Gruppen haben sich denn aus Ihrer Sicht hier angekündigt? Es ist einmal zum Großteil wirklich die breite bürgerliche Mitte, die hier ihre Meinung auf die Straße tragen möchte. Aber wir gehen auch davon aus, weil es gab bundesweite Mobilisierungen in ganz unterschiedliche politische Richtungen, dass eben auch andere Menschen hier teilnehmen werden. Corona-Maßnahmenkritiker, auch verschwörungsideologische Tendenzen sind hier zu erwarten. Was aber grundsätzlich kein Problem darstellt, denn wenn alle eins eint, nämlich eine Botschaft auf die Straße zu tragen und das friedlich miteinander, dann ist das kein Problem. Sie sprechen für die Polizei, aber natürlich auch für den Staatsschutz. Welche Erkenntnisse hat der Ihnen im Vorfeld übermittelt? Was dürfen Sie dazu sagen? Tatsächlich wurde natürlich auch geprüft, inwieweit eine Mobilisierung Rechtsextremer hier heute eine Rolle spielen könnte. Dazu gibt es aber tatsächlich keine Hinweise. Nehmen an der Kundgebung denn auch rechtsextreme Gruppierungen teil? Ja, das war tatsächlich eine Einladung de facto, die auch angenommen wurde. Wir haben hier zahlreiche Leute aus dem Querdenken-Milieu, die wir auch bei anderen Demonstrationen der sogenannten Anti-Corona-Proteste hier in Berlin erlebt haben. Beispielsweise hinter mir sind hunderte Leute aus diesem Milieu, sind Reichsbürger hier, aber eben auch viele Altlinke aus dem westdeutschen Protestmilieu der 80er Jahre, viele Ostlinke mit so ein bisschen DDR-Analogien, die hier durchschimmern. Wir haben auch einen Vergleich, einen Hitler-Vergleich mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Annalena Baerbock hier erlebt. Also die Querfront, die im Vorfeld hier angekündigt wurde, hat sich tatsächlich versammelt aus ganz Linken und ganz Rechten, die sich hier heute dem Aufruf von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer gefolgt sind.